haben einen Snack auch noch vergessen. Kondensationswasserumleitung. German Snake kenne ich auch nicht. Kenne ich auch nicht, muss ich sagen. So, als du für YouTuber kennst, das ist ja der Hammer. So. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich lang muss. So, machen wir hier die Büchse an. Ich muss nämlich irgendwo noch lang, aber ich weiß nicht. Na cool, ich könnte da dann natürlich da rein. Oh oh. Okay, jetzt muss ich natürlich rennen. Alter Schwede, okay. Gar nichts. Na, Wasserdampf. Och, komm schon, ey. So. Okay, einmal habe ich noch was. Na, jetzt wird es dann langsam aber kritisch, ne? Ach so, hier ist gar kein, fast gar nichts mehr drin. Kenne ich beide nicht. Beides theoretisch umgeleitet. Hey. Okay. So, wir gucken uns gleich das natürlich auch an. Ich glaube, das ist die letzte Seite, genau. 9. August 1839. Es ist noch früh am Morgen und Alexander ist damit beschäftigt, das Ritual vorzubereiten. Ihn zu aufgeregt zu sehen, lässt mich nach dem Grund fragen, was kann er bei der Sache gewinnen? Ich stelle fest, dass er neugierig bezüglich dieser ganzen Angelegenheit ist, aber ich bin mir sicher, dass noch mehr ist. Er ist ein solcher Narr. Wird er wirklich versuchen, die Macht der Kugel zu zähmen? Als Alexander gestern das innere Heiligtum mit blauem Licht überflutete, wurde mir bewusst, dass wir das wahre Potenzial der Kugel nur im Ansatz gesehen haben. Das Ganze könnte mehr bedeuten, als nur einen schleichenden Schatten zu entkommen. Es könnte der Anfang von etwas wahrhaft Außergewöhnlichem sein. Joa, könnte. Muss es aber nicht. So. Kurz hier mal eine Feuerbüchse an die Macht. Ich weiß jetzt natürlich nicht. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, ne? Aber es wird natürlich nicht so einfach sein, glaube ich. So, die Kamera ist auf alle Fälle. Wird auf alle Fälle, gefüllt. Ich glaube, ich habe hier eigentlich alles gemacht, was ich machen musste, ne? Rapiere, genau. Ausbrücke. Jetzt okay, dann haben wir die beiden auch schon mal gemacht. Dann müssen wir halt bloß noch nachher das andere machen. Okay. So, gut. Jetzt muss ich wahrscheinlich darüber noch, ne? Hä? Warum geht das nicht? Hä, warum komme ich nicht auf die andere Seite? Ah, jetzt. Jetzt müsste theoretisch die andere runterkommen, ne? Oder die eine Seite ist die wahrscheinlich, ne? Nee.
Alles beteiligt sich auch nicht mehr und postet nichts mehr. Nee. Das ist sowieso tote Hose. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Geht die eine Seite denn nicht? Als wenn die eine Seite kaputt ist, ne? Komisch. So, vielleicht muss ich ja doch hier jetzt nochmal in den Steuerraum. Vielleicht müssen auf die linken Seite jetzt die Steine hoch, so damit, weil die rechte Seite geht ja immer. Komisch. Es muss irgendwas mit hier zu tun haben, irgendwas mit dem. Na, ich glaube hier mit den Steinen, genau. Nee, das brauchst du sowieso nicht machen, aber das habe ich letztes Mal schon mitbekommen, als wir alle, als wir 10 Leute waren am Stück. Eigentlich wollten wir 10 Leute sein. Wir hatten sogar mehr Leute noch. Und dann am Ende waren wir gerade mal 5er. Hätten wir nicht noch andere Leute gefunden, dann wäre sowieso eine Hose gegangen. Dann wäre auch eine Hose gegangen. Das ist halt immer so eine Sache, besonders bei die, ja hier, zum Beispiel bei Alex, Ösi und die, ja, die halt alle noch zur Schule und so alles sehen, ne? Die machen dann halt, also die haben dann im Grunde eigentlich gar keinen Bock auf den Rotz, ne? So, ich weiß nicht, wie man den Hebel bedient. Auf alle Fälle funktioniert er nicht. Mit dem Steuerraum. Also irgendwas muss ich hier machen. Ich weiß bloß noch nicht was genau. Also unserem Server. Ja, ja, das habe ich ja schon mitbekommen, ja, ja. Aber Kutschi, siehst du, wenn du schon mal hier bist oder irgendein anderer, der gerade zuschaut. Was muss ich hier in den Steuerraum machen? Kann das mal jemand nachgucken, nachgoogeln schnell? Was ich in diesen Steuerraum machen muss? Na, das scheint ja hier zu funktionieren, aber... Auf anderen klappt es ja. Ja, auf andere da. Ja, komm, auf anderen Servern sind doch meistens keine Kitty, also keine Jugendlichen, ne? Also manchmal schon, aber nicht immer, ne? Die zocken halt dann selber immer, ne? Okay, ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwas noch machen kann. Es muss irgendwas vorne mit der Kette sein. Falls jemand mal Bock hat, kann er gerne mal googeln beim Steuerraum. Amnesia, The Dark Descent und Steuerraum. Zweite Zugbrücke muss man runterlassen. Aber ich habe doch alles hier schon eingestellt, Alter.
ist halt echt bescheuert, ne? Heute wir zusammen zocken? Ja, Digga, können wir nachher gleich machen. Wir können nachher gerne Rocket League zocken, Alter. Oder irgendwas anderes. Ist mir eigentlich egal, was wir spielen. Ich will bloß das Rätsel hier lösen. Es muss irgendwas zu tun haben mit der Zugbrücke. Es muss irgendwas sein. Ich glaube nämlich, dass dieses Teil mit der Zugbrücke zu tun hat. Und ich muss es wahrscheinlich nur richtig ausrichten, damit das klappt. Ich hab's. Braucht keiner mehr gucken. Ich hab's. Alles gut, ich hab's schon rausgefunden. Aber warum habe ich das vorhin nicht gemacht? Ich hab doch die Kugel auch immer hoch runter gemacht und da ist nichts passiert. Und jetzt auf einmal. Jetzt müsste nämlich die andere Zugbrücke runterhängen, dass ich auf die andere Seite kann. Ah, sah ich ja. Ich hab mir schon gedacht, dass das zusammenhängt. Was? Was ist denn das jetzt? Geht nur zur Hälfte oder was? Angehoben werden, um sie wieder freizusetzen. Okay. Ja, ich will sie anheben, aber geht ja nicht. Achso, die andere. Hä? Okay, jetzt müsste die aber runtergehen, ne? Ach, ich hab's. Nee, ich hab's. Ich weiß, was ich machen muss. Guck mal, es dauert ja eine Weile, bis die Brücke hochgeht, ne? Ihr Zocker. Ja, Rocket League ist eigentlich geil, Digga. Wenn du das auch hast auf Epic Games, ist ja umsonst gewesen. Da gibt es auch Dreier Matches. Also da kann man zu dritt spielen. So, und wenn ich die Brücke denn hier hochgehe, dann geht sie nämlich hoch. Und dann kann ich da nämlich rüberspringen. Ich hoffe, dass ich das schaffe, Alter. So. Leichenhalle. Ja, moin, Alter. Jetzt gehe ich ja immer in eine Leichenhalle. Genau, wenn du das hast auf dem... Ja, wir machen den Dreier, ja. Nur Flausen im Kopf. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come. Let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going. Ja klar, erstmal schön in die Leichenhalle, Alter. Gibt ja nichts Geileres. Nichts Geileres gibt es hier. Oh, da haben wir wieder eine Büchse. Nee, Rocket League war, als ich noch nicht nachspielen guckte. Rocket League ist die ganze Zeit kostenlos auf Epic Games, Digga. Das musst du dir bloß runterholen. Das musst du dir halt bloß runterladen. Nee, bei Epic ist es kostenlos. Du kriegst, wenn du das lädst, hast du immer einen Gutschein. Immer 10 € Gutschein. Und dann hast du es immer umsonst. Das ist nicht gebunden auf ein Datum. Das ist ja das mit dem Deal bei Epic Games. Runterholen. Ja, Digga, ich hab mich ja wieder korrigiert. Hab's ja wieder korrigiert. Hab ja denn gesagt, runterladen. So. Ich fürchte um Daniel. Es ist ja leichtsinnig. Es ist vom sich nahen Schatten verunreinigt und wird das Tor nicht durchschreiten können. Wird er es akzeptieren können? Ey!
war noch nicht fertig. Mein Lieber, ich habe das Böse in ihm gesehen. Wie soll ich ihm die Wahrheit anvertrauen können? Welche Ironie, dass ich ihm das Gleiche antun muss wie Agrippa. Aber warum? Mal weg hier. Also ist Daniel böse oder was? Hm. Wer ist denn nun jetzt böse? Ist es wirklich der Baron? Oder ist es der Daniel? Man weiß es nicht, ne? Impfstoffversuche. Der Impfstoff, der es meinen Männern ermöglicht, in der pilzverseuchten Kanalisation zu arbeiten, ist ein voller Erfolg. Leider haben nur einige die bestehendsten das Mittel erhalten, da sich die Prozedur als schwierig erwies. Die anderen werden umkommen und schließlich werde ich mir von ihnen erschaffen müssen, um meine Experimente weiterführen zu können. Eine Spritze geimpften Blutes wirkt lange genug als Schutzschild, um das Kanalisation ohne Infektionsrisiko zu durchqueren. Das genügt um Gefangenentransport. Okay, also müssen wir jetzt einen Impfstoff herstellen. So, du Nacken. Der Körper ist noch immer in Totenstarre und kann nicht älter als ein Tag sein. Das stinkt schon ein bisschen, Alter. Schweißfüße. Das riecht bis hier hinten. So, da ist noch ein Zettel. Ja, hol dir morgen ihn runter und dann spielen wir es morgen. Die misslungenen Todesfälle unter den Bediensteten und Gefangenen konnten endlich aufgeklärt werden. Es scheint, dass das Abflusskanalisation, die vor kurzem zur Nutzung als Transportweg geöffnet wurde, von einem eigenartigen, giftigen Pilz befallen ist. Das hatten wir, ne? Weil das ganze Schloss ist ja dieser scheiß Pilz. Die Krankheit scheint extrem schnell den Opfern ausgebrochen zu sein und sie breitet sich im ganzen Körper aus. Einige meiner Männer und ich selbst wurden glücklicherweise vor diesem Unheil verschont. Aber es ist klar, dass das Ganze mein weiteres Vorankommen verhindert. Die Gefangenen sterben schnell und die verschmutzten Lebensessenzen in Zenzen hat nichts die Energie, die ich suche. Ich muss sofort anfangen, einen Impfstoff zu entwickeln. Das ist gut, dass du damit anfängst. So, 6 Stück haben wir wieder. Ihr wisst, die gehen uns natürlich immer zur Neige, ne? Okay, hier sind noch mehr Leichen. Ja, moin. Guck mal, die machen Liebe, Alter. Hier. Guck mal. Uiuiui. Geiler Arsch, Alter. Guck mal, hier mussten sich immer eine Wende stellen, Alter. Und dann wurden sie immer von hinten gesnackt, Alter. Okay, hier sind noch mehr Leichen. Ach du Scheiße, Alter. Ah, hier, verbrannt und alles. Alles voller Leichen, Alter. Und von wegen, er hat nur Tiere genommen, ne? Der hat Menschen genommen. Menschen, Leute. Ja, aber wie soll ich jetzt einen Impfstoff herstellen? Ich habe ja nichts, was ich hier machen kann. Ich habe nur Leichen. Leichen und parallele Reagenzgläser, aber sonst. Okay, hier kann ich nichts machen. Bisschen Öl reinklatschen, Alter. Noch mehr Leichen. Er liegt am Handy. Was hast du erledigt am Handy? Kupfernes Rohr aufgenommen. Muss er morgen nur noch installieren. Achso. Hier kann dir keiner helfen. Hier kann dir keiner helfen, Junge. Three,
Heavenly Father will take me in my sleep. Hä? So, jetzt habe ich irgendein kupfernes Rohr. Muss ich das wahrscheinlich hier verbinden? Nee. Die hölzerne Grube habe ich auch noch nicht gemacht, ne?